Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch. Herzliches Willkommen auch an dich, liebe Sonita. Heute geht es wieder weiter mit unserem Kolleginnen-Gespräch und Austausch. Und wir beide sind Yogalehrerin, ich bin Bewegungstherapeutin und Heilpraktikerin. Sonita, was gibt's bei dir noch zur Yogalehrerin dazu? Genau, ich bin Achtsamkeitstrainerin und Ausbilderin, Ayurveda-Beraterin. Und erstmal freue ich mich wirklich wieder mal über dieses spannende Thema, was wir heute mitgebracht haben. Genau, wir haben nämlich, wie schon vorhergesagt, gesammelt unter unseren Schülerinnen in unserer Ausbildung, aber auch von Kolleginnen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten ja einmal ein Video gemacht, das Thema Yoga-Krise. Und ich fand oder finde, das ist damit ganz toll verbunden, nämlich das Thema, wie finde ich meine Nische? Und vielleicht einfach mal so zum Begriff der Nische. Kann ich ja einfach mal sagen, was für mich mit Nische gemeint ist. Also für mich ist mit Nische gemeint, dass ich etwas mache, was mir auch entspricht. Also wo mein ganzer Körper, mein ganzes System sagt, hey, das macht mir Spaß, da will ich mich weiterbilden, informieren, das mag ich gern vermitteln, das mag ich gerne hier in der Bewegung zum Ausdruck bringen. Also meine Nische ist eigentlich meine Bewegung, in der ich mich zu Hause fühle. So würde ich das für mich jetzt bezeichnen. Ist es für dich anders oder? Für mich ist es, glaube ich, noch so ein Stück weit auch, dass wir herausfinden müssen, was uns wirklich beflügelt, was in dem tiefsten unserer Seele wirklich sitzt und was gesehen und gehört werden möchte. Weil ich glaube, wir sitzen oftmals in, oder viele und ich früher auch, in Jobs, in denen wir einfach funktionieren und machen und wo dieses tiefe Innere aus, was wirklich aus dem Herzen kommt, irgendwie so ein Stück weit verkümmert. Und wenn wir es schaffen, gerade im Yoga-Bereich, und es gibt natürlich genauso wie im Friseurbereich oder es gibt so unglaublich viele Yoga-Lehrerinnen, da etwas zu finden und zu kreieren, indem wir, was wir weitergeben können, was wirklich aus dem tiefsten unserer selbst kommt, dann habe ich eine wundervolle Nische gefunden und komme niemals auch, glaube ich, in dieses Gefühl von ausgebrannt, Erschöpfung oder ich habe keine Lust mehr, weil wir wissen, wie gut es uns selbst getan hat und was es mit uns gemacht hat. Und deswegen, ja, für mich ist es wirklich dieses, ja, irgendwie die eigene Seele zu le leben zu lassen und zuzuhören, was wir wirklich brauchen. Und das merkst du ja, indem du ja, spürst, das macht mir gerade Freude, das zu unterrichten. Ne? Das meinst du mit dem aus dem tiefsten der Ja. Seele? Weil ich habe gedacht, okay, wie vielleicht für manche Menschen ist das so abstrakt, wie spüre ich das überhaupt? Und gibt es für dich so kleine Signale oder Dinge, wo du sagst, hey, an diesen Dingen merke ich, das ist mein Ding, das macht mir Spaß, das ist meine Nische. Also wenn ich habe ja schon einige Workshops tatsächlich auch zu diesem Thema unterrichtet und da geht es für mich so ein Stück weit auch darum, dass wir herausfinden oder dass wir mal wieder hinschauen und spüren, was wir schon immer gerne gemacht haben, vielleicht als Kind, vielleicht als Jugendliche und die Qualitäten der Dinge, die wir einfach gerne gemacht haben, so diesen Moment zu finden, wo ich gesagt habe, oh, da war ich richtig glücklich. Und dann das nicht an dem Moment festzumachen, sondern an der Qualität dessen, was ich da erlebt habe. So ein ganz simples Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel früher immer super gerne unter Kindern war und mit verschiedenen Kindern gespielt habe, vielleicht auf dem Hof und mal dies gespielt, mal dies, aber immer war ich in Gesellschaft. Und ich war da einfach rundum zufrieden. Und im Erwachsenenleben bin ich vielleicht Yogalehrerin und mache alles alleine. Dann werde ich vielleicht immer dieses Gefühl haben, oh, mir fehlt aber die Gesellschaft. Und da auch so ein bisschen herauszufinden, okay, welche Qualitäten sind es denn, die mich wirklich glücklich gemacht haben? Ich weiß nicht, ob es das so vielleicht immer noch ein bisschen abstrakt ist, aber Nee, vielleicht so ein bisschen klarer. das ist ja der Moment der Verbindung und der Unterstützung, dass ich mich austauschen kann, ne? Dass ich etwas teilen kann. Das ist ja das, was
einigen Menschen ein Stück Sicherheit und auch Motivation und Inspiration gibt und wieder andere sagen, nee, ich will mein Ding machen, da kann ich mich kreativ ausleben. Ja. Also das eigentlich zu gucken, genau, wo kann ich mich gut entfalten, wo fühle ich mich gesehen und wo fühle ich mich auch sicher, also was ist hier mein Rahmen, in dem ich wirklich kreativ wirken kann, so, ne? Ja, natürlich kommt dann auch noch dazu, dass du in dem Bereich, in dem du deine Nische dann aufbauen oder dir etwas etablieren möchtest, dass du da dann das Wissen und die Erfahrungen hast, ne? Also, dass du wirklich auch da ein Grundlagenwissen dir angeeignet hast im Rahmen einer Ausbildung, Lebenserfahrung und. Also, du musst dich natürlich dann auch diese Sicherheit haben, um das weitergeben zu können. Weil wenn du dann denkst, das ist meine Nische und da fühle ich mich vielleicht glücklich, aber ich fühle mich unsicher, ist es auch etwas, was sicherlich hinderlich ist. Und erzähl doch gerne mal, was ist deine Nische und ja, hat sich was verändert oder wie? Das hat sich auf jeden Fall verändert, weil ich glaube, oder wie bei vielen auch, als ich angefangen bin, Yoga zu unterrichten, habe ich erstmal Yoga für jeden unterrichtet. Mhm. Und das war für alle offen und es war einfach schön, irgendwie ja zu sehen, wie es ankommt. Was aber passiert ist, wenn es zu breit gefächert ist und zu großlebig ist, dass ja, es hat gut funktioniert, aber es hat eben auch nicht so richtig, ja, wie kann man es sagen? Es hat natürlich gut funktioniert und es hat mir Spaß gemacht. Aber seitdem ich viel, viel klarer weiß, wie ich unterrichte, und was ich auch von mir selbst erwarte und wie vielleicht auch die Teilnehmerinnen sind, die ich ansprechen möchte, macht es einfach noch mehr Spaß. So, also es hat nochmal die Qualität einfach des Unterrichtens verändert und des Weitergebens vom Yoga. Und was ich unglaublich gerne unterrichte, ist wirklich die Yoga, das Individuelle, das nicht mehr nur an einem Yoga-Stil festzumachen ist, sondern wirklich auf die Menschen eingeht, die in meine Kurse kommen und natürlich auch das Ausbilden, weil ich wirklich gerne auch die theoretischen Aspekte weitergebe und nicht nur die Praxis. Mir hat oftmals, oder was mir oftmals an einem Yogakurs gefehlt hat als Lehrerin hinterher, ist, dass ich nicht mehr so diesen nachhaltigen Austausch habe. Während wenn ich jemanden längere Zeiträume begleite, ich viel, viel mehr von demjenigen mitbekomme und auch viel mehr herausfinden kann, was derjenige braucht und auch, was er nicht braucht, was ja auch okay ist. Während wenn ich zu einem Yogakurs gehe, den ich unterrichte, dann gehe ich eine Stunde hin, gehe wieder nach Hause, aber ich weiß nicht, was bei dem im Alltag passiert. Und das war für mich immer so ein bisschen schade, weil ich gerne mich wirklich mit den Menschen austausche. Deswegen ist es wirklich das Ausbilden, das, wo mein Herz hinter steckt und aber auch die Yogakurse so anzuleiten, dass die sich nicht anstrengend anfühlen, auch wenn sie vielleicht vermeintlich entspannend sind. Ja. Wie ist das bei dir? Du hast ja auch schon einige Jahre Erfahrung. Wie hast du deine Nische für dich herausgefunden? Ja, das hat sich auch entwickelt über die Zeit. Also ich habe ja angefangen mit dem Qigong, weil ich das Yoga überhaupt nicht mochte. Ich hatte damals angefangen mit dem Hatha und da habe ich gemerkt, so, nee, ist nicht so meine Sache. Und dann habe ich ja Jahre später das erste Mal Kontakt gehabt. Das war auf Bali mit dem Yin-Yoga. Und da habe ich dann gedacht, oh, okay, wow, wie fühlt sich das denn an? Das muss ich unbedingt nochmal haben. Und ich glaube, meine Nische habe ich so gefunden, dass ich wirklich mich von meinem Körper leiten ließ. Also was saugt mein Körper auf? Ich sag mal, wie so ein Löschblatt. Wo fühlt er sich angenommen, gesehen, kann entspannen, kann neugierig entdecken? Also da habe ich gemerkt, das waren eigentlich die Dinge, die mir dann so die Welten eröffnet haben. Also ich habe ja dann angefangen, ganz klassisches Yin zu unterrichten. Und dann habe ich aber auch gemerkt, in meiner persönlichen Entwicklung, ja, ich brauche noch so ein Stück Aktivität. Also für eine gewisse Zeit war die Passivität schön
und jetzt brauche ich noch mal ein Stück Aktivität. Und dann habe ich halt angefangen zu gucken, okay, was passt da eigentlich zum Yin dazu? Also auch für meine Teilnehmer, was überfordert die nicht? Also die wollen ja schon ein Stück Entspannung und Passivität, aber wie kann ich das noch ergänzen? Und dann bin ich so zur somatischen Bewegung gekommen, die ja aus verschiedenen Bereichen wie Feldenkrais, Qigong, Yoga, Alexander-Technik und so weiter schöpft. Und diese Bewegung nehme ich halt einfach mit hinein, um so ein Stückchen Aktivität erstmal reinzubringen und dass dann in die Passivität gegangen wird. Und da bin ich auch oft so, muss ich gestehen, ich schaue mir so Sachen an und gucke, ach, das sieht interessant aus, was die machen. Wie kann ich die vielleicht nochmal abändern? Oder ich merke bei der Bewegung, hey, ich kann das ja nochmal dazu nehmen und hier nochmal probieren. Und dann gehe ich selber ins Experimentieren und finde halt einfach passend dazu, was passt hier zu meiner Yin-Yoga-Haltung, wie kann ich das gut ergänzen? Und dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt und meine Nische ist eigentlich ja das Yoga, die somatische Bewegung mit dem Schwerpunkt, traumasensibel zu arbeiten, aber auch körpersensibel, also für Schmerzpatienten oder Erschöpfungspatienten, also dass ich halt gemerkt habe, ja, das macht mir Freude und natürlich auch das Unterrichten, also in unseren Ausbildungsgruppen, wo ich dann merke, ja, einmal bin ich die Lehrerin, mein Wissen weitergeben und da lege ich ganz großen Schwerpunkt auch auf Wissensvermittlung, dass Menschen aus meinem Kurs herausgehen und sagen, hey, das mache ich beim Kopfschmerz, das mache ich bei Magenschmerzen, das hatte ich beim Rückenschmerz gelernt und wunderbar empfunden und dann auch nochmal therapeutisch. Also ich mag auch den Moment, den du ja so gut beschrieben hast, wie nicht, dass es einfach verpufft, sondern dass sich was bewegt, dass sich ein Weg öffnet, dass ich sehe, dass Menschen sich entwickeln und ich mich da gleichzeitig auch mitentwickle. Und das mache ich auch ganz oft bei so festen Kursen, die über mehrere Wochen und Monate gehen, dass wir auch an persönlichen, also mentalen, emotionalen Dingen arbeiten, innere Kindarbeit oder Glaubensmuster und dergleichen, weil das gehört für mich auch dazu. Es ist nicht nur die Bewegung, weil Bewegung ist für mich Entwicklung und Entwicklung findet immer, also wie wir sagen in der Soma, also Körper, Kopf ganzheitlich statt und das liebe ich eigentlich, das ist so meine Nische, ne? Ja, wunderschön, dieses Ganzheitliche ist was ja auch oftmals wirklich viel, viel zu kurz kommt. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, guckt, ja, wir würden uns wahnsinnig dafür interessieren, was deine eigene Nische ist, wie du sie gefunden hast, wie du darauf gekommen bist oder wenn du sie noch nicht gefunden hast, was dir dazu noch fehlt oder wo du gerade stehst, würden wir uns sehr, sehr freuen, wirklich da in den Austausch mit euch zu gehen. Ja, und auch eine kleine Ermutigung, lass dich nicht davon abhalten, was andere denken oder wenn der, bei mir kam ganz oft dieses, ist das dann wirklich Yoga? Ja, was ist denn Yoga? Also nimm dir wirklich den Raum, einmal zu erkunden, was entspricht mir, also vielleicht ist es das Yoga mit meditativen Einheiten, mit Visualisierungsübungen, vielleicht ist es das Yoga mit Ernährungstipps, vielleicht ist es das Yoga mit philosophischen Texten. Also finde einfach wirklich dein Ding, wo du merkst, hey, hier schlägt mein Herz, das macht mir Freude und dann ziehst du auch die Menschen an, die auch wirklich diese Dinge wertschätzen. Also das ist nochmal so als kleine Ermutigung und ja, ich freue mich auch auf eure Kommentare. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.